Grüß Gott und herzlich willkommen bei TV Mürz. Ich befinde mich hier vor dem Gasthof Lendl in der Grazer Straße 77, direkt an der Landes- und Bundesstraße und in Nähe der Auf- und Abfahrt zur Semmering-Schnellstraße S6. Etwas mehr über den traditionsreichen Gastronomiebetrieb erfahren Sie gleich, aber dazu begeben wir uns in das Lokal. Das Wirtshaus Lendl besteht seit 1946 und wird derzeit von der Familie Lendl in der zweiten Generation geführt. Die Gäste schätzen die traditionelle steirische Küche mit Hausmannskost. Zusätzlich gibt es immer wieder verschiedene Spezialitätenwochen. Empfehlenswert sind weiters die angebotenen Weine aus der Steiermark und aus Niederösterreich. Wie zum Beispiel Weißburgunder, Welschriesling oder der grüne Veltliner als leichter, spritziger, süffiger Wein vom Weingut Topf oder der Pfarre Weißenkirchen. Der edle rote Tropfen kommt aus der Gegend rund um den Eisenberg in Südburgenland. Die Räumlichkeiten im Gasthof Lendl eignen sich für Feiern verschiedener Art wie Familien-, Betriebs- oder Vereinsfeiern. Außerdem gibt es 6 Fremdenzimmer mit 11 Betten. Unsere Sendung steht diesmal ganz im Zeichen des Sports. Das Stadtpokalspringen gehört zur Ganzsteinschanze wie die Ganzsteinschanze zum Mürzzuschlag. So ging dieses traditionelle Springen auch heuer wieder über den Backen, bei Flutlicht und mit einem beachtlichen Starterfeld aus ganz Österreich. Gerade noch rechtzeitig, bevor heftige Sturmböen über die Steiermark fegten, konnte auf der Mürzzuschlager Ganzsteinschanze das Sparkassen-Stadtpokalspringen ausgetragen werden. 80 Athleten in verschiedenen Klassen kämpften um den Sieg. Also mir taugt am Skispringen, wenn man in der Luft ist. Ja, dass man einfach das Gefühl vom Fliegen hat. Und wenn man so hoch ist und weit springt halt und viel reicht und so. Dass man überall mal Unkunft zu Eisennetz und so bei Mittendorf. Ja, also ich springe schon Landeskader und ich fahre in ganz Österreich mal dumm und so. Mir taugt schon, wenn man in der Luft ist, weil da hat man oft so ein tolles Gefühl. Um an einem Wettkampf teilnehmen zu können, bedarf es natürlich eines konsequenten Trainings. Ja, es wird praktisch das ganze Jahr trainiert. Im Winter trainieren wir 3-mal in der Woche. Das ist Montag, Mittwochs und Freitags. Und im Sommer, wir haben ja auch eine Mattenschanze, da wird einmal in der Regel trainiert. Kommt auch immer darauf an, ob jetzt Ferien sind oder nicht. Und aus wie vielen Springern, aus wie vielen Athleten besteht die derzeitige Trainingsgruppe? Derzeit haben wir 12 Burschen und ein Mädchen. Wie schaut Ihr Anteil da aus, die Kinder zu motivieren? Oder was macht ihr noch neben dem Skispringen? Ja, da lassen wir uns immer Besonderheiten einfallen. Wir gehen auch klettern, Mountainbiken, Geschicklichkeitsbewerbe. Gesprungen wurde auf 3 Schanzen, der K18, K28 und der K55. Florian Schabereiter, ESV-Springer und Mitglied im C-Kader des ÖSV, erreichte mit seinem 63,5-Meter-Sprung die Tageshöchstweite. Ebenfalls im Zuschlag dabei waren 2 Co-Trainer des Steirischen Landesskiverbandes. Die beiden aktiven Skispringer haben so immer wieder den besten Blick auf den steirischen Skisprung-Nachwuchs. Ich bin eigentlich schon 20 Jahre dabei beim Skispringen. Ich habe mit 14 Jahren begonnen, also relativ spät, mit ein paar Jahren Pause. Und für mich ist momentan das Schönste, einfach mit der Jugend, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Mit einer gemeinsam auf der Sprungschanze stehen und sie dann doch wieder irgendwie betreuen und das Vertrauen einfach von den Kindern spüren, wenn man ihnen gewisse Tipps gibt, obwohl das die Kinder, die Besseren, eigentlich schon viel besser springen als wir, muss man schon ganz ehrlich sagen. Für mich das Wichtigste ist einfach, dass die Jungs eine Freude haben, dass sie sich freuen. Und das heißt, wir haben jetzt Landeskaderkurs, wir fahren wohin und die Jungs müssen einfach eine Freude bei den Ganzen haben und dann geht das, alles andere geht verloren. Sie sagen jetzt Jungs, es gibt aber auch ein paar Mädels, ja, im Landesskiverband. 2009 sollen Sie ja schon bei der nordischen WM teilnehmen. Was halten Sie persönlich davon? Ich finde ja eine super Sache, dass man da die Mädels nicht ausgrenzt. Wir haben selber im Verein eine ganz erfolgreiche mit der Huber Julia. Die hat heuer die Kinderverschanzen da nicht gewonnen. Da ist sicher einer im Nachkommen. Dank des Einsatzes zahlreicher Helfer war das Stadtpokalspringen eine gelungene Veranstaltung für den ESV mit Zuschlag und mit 8 Podestplätzen auch eine äußerst erfolgreiche. So blieb auch der heiß begehrte Stadtpokal 2008 in den Händen des ESV. Florian Schabereiter durfte sich mit der höchsten Punkteanzahl über diese Trophäe freuen. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Sparkasse Mürzzuschlag.
Für die Eröffnung eines Mürz Prämien-Sparbuches erhalten Sie in allen Geschäftsstellen bis Ende Februar 2008 einen Startbonus. Sparkasse Mürz Zuschlag. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Im Haus Sonnenalm in Spital am Semmering, Kaltenbachstraße 14a, gibt es seit November des Vorjahres ein italienisches Restaurant. Das Al Monte liegt direkt beim Sonnenlift im Skigebiet Stuleck. Es wird geführt vom Italiener Parite Fabri, der als Koch viele Spezialitäten zubereitet. Wir bieten 110 Plätze für Mittag, eine schnelle italienische Küche und dann abends angenehm mit vielen italienischen Spezialitäten aus der Romagna und sonst in ganz Italien. In der Mittagszeit wird die schnelle Küche mit Pizzen und Nudelgerichten angeboten. Mit anspruchsvollen Speisen wie Lammkotelett, Carpaccio, Kalbsmedaillon oder gegrillte Riesengambas verwöhnt der Chef des Hauses seine Gäste am Abend. Dazu passen natürlich ausgewählte italienische Weine. Das Restaurant ist ganzjährig geöffnet, und zwar in der Wintersaison täglich von 8 bis 22 Uhr. Die Nachtpiste beim Sonnenlift steht den Wintersportlern in der Zeit von 18 bis 21 Uhr zur Verfügung. Jetzt hat auch Spital am Semmering einen echten Italiener. Herzlich willkommen im Weingut Schneeberger in Heimschuh, Bezirk Leibnitz. Schon ab dem 1. Februar sind die Türen der Buschenschank Schneeberger wieder geöffnet. An den Wochenenden von Freitag bis Sonntag erwarten Sie köstliche Jausenspezialitäten sowie Spitzenweine des südsteirischen Weingutes. Genießen Sie in einem gepflegten Ambiente eine herrliche Aussicht auf die Weinberge der Familie Schneeberger. Der Weinverkauf mit Preisen ab Hof ist täglich geöffnet. Der Familienbetrieb Schneeberger freut sich auf Ihr Kommen. Nach 19 Stunden, 58 Minuten und 12 Sekunden lief der Extremsportler Christian Schister am 21. Dezember als Sieger über die Ziellinie des Antarktis Ultra Race. Warum er solche enormen Strapazen auf sich nimmt, darüber berichtet der Ausnahmesportler bei einem Vortrag im Wintersportmuseum. Wer diesen Mann heute sieht, kann sich wohl kaum vorstellen, dass er bis vor einigen Jahren noch 40 Kilogramm mehr wog, 40 Zigaretten am Tag rauchte und auch dem Bier nicht abgeneigt war. Ja, das Schlüsselerlebnis dazu ist ganz klar. Ich war wieder mal unterwegs am Faschingsdienstag bis in der Früh. Habe natürlich ein paar Bier zu viel getrunken und wollte dann in der Früh, bevor ich zur Arbeit gehe, nach Waschen, Rasieren und Zähneputzen, im Stehen die Socken anziehen. Und das habe ich mit 22 Jahren nicht geschafft. Bin dann zu meinem Hausarzt am Aschermittwoch und der hat mir gesagt, Bursche, wenn du so weitermachst, dann wird es mit 30 Jahren ein schlechtes Ende mit dir nehmen. Dann habe ich es wirklich rigoros geändert, meine Lebensweise, und bin dann in diesen Sport hineingeschlittert. Seine sportliche Karriere begann er nämlich erst vor 16 Jahren, als 100 Kilogramm schwerer Kettenraucher, der bei seinem ersten Volkslauf nach 5 Kilometern aufgeben musste. Christian Schister ist heute ein Extremsportler mit einem einmaligen Erfolgskonzept. Über seinen sportlichen Werdegang berichtete er kürzlich vor vielen interessierten Besuchern im Mürzzuschlager Wintersportmuseum. Bei den Rennen, wo ich dabei bin, sind alle sehr gut trainiert. Das ist einmal die Basis, die da sein muss, also der Körper muss funktionieren. Wenn es dann aber so richtig eng wird, dann wird es entscheidend, das Rennen, wie es dann ausgeht, weil ich vielleicht die Gabe habe, mehr oder besser mit dem Leidenszustand umgehen zu können als die anderen. Und das entscheidet dann eben diese paar Meter, die ich vor den anderen ins Ziel komme. Ob durch die Antarktis oder durch den brasilianischen Dschungel, ein Marathon durch die Sahara, dem Himalaya ran oder eben in 20 Stunden durch die Antarktis. Hauptsache extreme Bedingungen. Und dies ist nicht nur für Christian Schister faszinierend. Ja, ich finde es einfach interessant, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind. Könnten Sie sich vorstellen, in diese Richtung auch sich zu betätigen? Nein, da bin ich zu wenig ehrgeizig. Ja, also Extremsport ist einfach die extremen Herausforderungen, die Grenzen im Körper auszuloten. Ich laufe selber ein bisschen und ich kann mir es eigentlich fast nicht vorstellen, dass man solche unglaublichen Dinge wie er zusammenbringt. Also das
ist schon Faszination genug. Beim Antarktik-Eismarathon liefen Extremsportler aus aller Welt 42 Kilometer lang durchs Backeis des Südpols, bei minus 20 Grad Kälte und starken Schneestürmen. Nur etwas für Weicheier, fand Christian Schister. Er wählte lieber die 100 Kilometer lange Ultra-Race-Variante und kam nach knapp 20 Stunden als Sieger ins Ziel. Das übt man vorher im Training. Diese Belastungen natürlich, was die Natur betrifft, kann man nicht üben, aber die Stunden, die man unterwegs ist, kann man üben. Und wenn man sich dementsprechend vorbereitet, dann hat man ein gewisses Konzept auch im Kopf, das man dann anwendet, wenn es richtig zum Wehtun anfängt. Und ich habe da ein paar so Dinge, die einfach wesentlich da dazugehören. Und wenn es dann soweit ist und die Leute rechts und links von mir umfallen, dann motiviert mich das noch zusätzlich und ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, als ich noch drauf hätte eigentlich. Mit beeindruckenden Bildern dieses längsten Tages in seinem Leben und Erfahrungsberichten faszinierte er das Publikum. Die mentale Geschichte, die muss man üben. Das dauert Jahre und die muss man an sich selbst dann praktizieren. Es gibt da wenige, die da Tipps geben können, weil sie das nicht nachempfinden können, was sich da abspielt im Körper. Dann. Der Abend mit dem Extremsportler Schister war zugleich auch der Auftakt für ein aufregendes Jahr im Wintersportmuseum. Ja, es ist bereits dann Mitte Februar der nächste Vortrag, der auf uns wartet, der dem Thema Skilehrer gewidmet ist, dem Mythos Skilehrer, Held oder Sozialversager. Auch, glaube ich, das ein sehr interessantes Thema, das vielen natürlich gleich einmal ein Lächeln ins Gesicht bringt. Vom Extremsportler Christian Schister nun zu aktiven Mürzerinnen und Mürzern, die den Volleyballsport regelmäßig als ihr Hobby ausüben. Da es gut läuft, nimmt das Team seit Herbst des Vorjahres auch an einer steirischen Mixed-Meisterschaft teil. Kürzlich waren zwei Grazer Mannschaften zu Gast. In den 80er und 90er Jahren zählte Mürz Zuschlag mit SV Phoenix zur Spitze im steirischen Volleyballsport. Mehrere Jahre mischte man sogar in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs mit. Seit 2003 betreiben nur noch reine Hobbyteams diesen Ballsport. Um sich auch mit überregionalen Mannschaften messen zu können, hat sich eine Hobbytruppe unter dem Namen Limited Edition beim Steirischen Volleyballverband für die Teilnahme an der Mixed-Meisterschaft in der Gruppe C angemeldet. Ja, der Schritt war eigentlich der, dass wir gesagt haben, es ist Volleyballspielen ist lustig, wir wollen einmal ein bisschen mal dumm kommen. Nachdem ganz Steiermark vertreten ist, gibt es auch andere Mannschaften. Jetzt spielt sie schon in der Meisterschaft, wollt ihr auch einen Verein gründen? Ja, wir sind kurz davor, einen Verein zu gründen, da es für uns leicht ist, in der Öffentlichkeit als Verein aufzutreten, als Einzelpersonen. Und auch in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde ist es dann, glaube ich, für uns etwas leichter. Limited Edition! Zwei Meisterschaftsspiele standen am 24. Jänner im Mürzer Sportzentrum am Programm. In der ersten Partie hießen die Gegner Grizzlies Funvolleys aus Graz. Von der Grundsechs fehlte krankheitsbedingt das Gründungsmitglied Kurt Müller. Zum Kader gehören weiters Karin Müller, Sandra Spreizhofer, Heimo Zebrakowski, Birgit und Wolfgang Leistentritt, Hannes Bosch, Stefan Groß und Karin Jus. Das Alter der Spieler liegt zwischen 22 und 50 Jahre. Man sieht eigentlich, was da für Qualität herauskommt, dass da wirklich also beim Hobbyspiel unheimlich gute Mannschaften und auch Spiele zustande kommen. Ja, ich muss sagen, es läuft ganz gut. So wie es der Spielstand ist, werden wir wahrscheinlich gewinnen. Und da schlägt mein Volleyballherz von früher natürlich ganz hoch. Es ist eine super Initiative und sie schlagen sich sehr gut und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Gespielt wird nach den internationalen Volleyballregeln. Einzige Besonderheit bei den Mixed-Meisterschaften, es müssen sich mindestens drei Frauen pro Mannschaft auf dem Feld befinden. Also ich finde, man darf nie aufhören zu denken. Man muss immer permanent mitdenken, den Ball nie aus den Augen lassen. Und es ist ein absolutes Teamspiel. Sportlich gesehen läuft es für die Mürz-Zuschlager sehr gut. Die Gäste aus Graz wurden mit einer 3:0-Packung nach Hause geschickt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir spielen, wie gesagt, diese Saison haben wir angefangen, Mixed-Meisterschaft zu spielen. Das habe ich jetzt umgeschlagen und das haben wir heute fortgesetzt. Und das von unserem Publikum. Und ich muss sagen, ich bin voll zufrieden und taugt mir. Wie schaut es denn da mit Training aus? Wie viele Stunden Training sind erforderlich? Wir trainieren bis zu dreimal in der Woche, unter Anführungszeichen Training. Wir
Also die Mannschaft war eher so auf hobbymäßig eingestellt, da war wenig Technik dabei, ich bin da dazugestoßen und ich habe da ein bisschen Technik eingebaut ins Training und das wirkt, wie man sieht, das wirkt sich positiv aus. Bisher haben die Damen und Herren der Limited Edition also alle Meisterschaftsspiele gewonnen. Das hat neben dem Spaß auch Appetit auf mehr gemacht. Es wird bereits ernsthaft an den Auf- bzw. Einstieg in die B-Gruppe sowie an die Teilnahme eines weiteren Hobbyteams in der C-Gruppe gedacht. Die Mürzzuschlager Volleyballszene ist also wieder nachhaltig in Bewegung gekommen. Das waren die Beiträge in dieser Woche. Auf ein besonderes kulinarisches Highlight möchte ich Sie zum Schluss hinweisen, und zwar auf den Heringschmaus im Gasthof Lendl. Bitte vormerken, Mittwoch, 6. Februar, Heringschmaus beim Franz Lendl. In unserer nächsten Sendung berichten wir unter anderem vom großen Mürzer Faschingsumzug. Im Namen des Teams von DV Mürz bedanke ich mich fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und Prost!